Los, das Hacken! Warum? Ich habe gedrückt, dass das Hacken soll! Wenn du den Scheiß gleich wieder nicht hackst. Ich weiß nicht, wie oft ich dafür jetzt gebraucht habe. Viele Anläufe. Nein, rauchen solltest du nicht. Nicht wirklich gelohnt. Was? Wo? Mich hier irgendwie nicht wohl. Warum nur? Will die Spritze und nicht das Waschbecken. Meine Güte. Das. Gemacht? Derjenige da im Gesicht? Was haben die alle im Gesicht? Hm.
Ich bin auch nicht sicher, ob ich wirklich hier sein sollte. Die Cocktail Lounge. Ich sollte mich wirklich einfach strikt an den Weg halten, aber ich erkunde doch so gern, ich will nichts verpassen. Beispiel, was der kranke Kerl mit den Menschen hier hält. Zeug. Ich will ja nicht sagen, weil es sieht irgendwie aus wie hart geworden ist. Ihr wisst schon was aus. Abnehmen. Doch ich kann nicht. Ich hüpfe. Und wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch, meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch, mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Ja, denke mal, du hast es nicht als Metapher gemeint gehabt. Oder doch? Du willst die Ohren abnehmen? Oder du kannst nicht? So metaphorisch gesprochen würde ich sagen, du kommst einfach nicht mehr aus deiner Rolle raus. Verbandskasten, gut, gut. Mein MG-Muni dafür viel zu schade. Noch eine Pistolenkugel. Na gut, das bringt mir auch nicht wirklich viel. Mir die Antipersonenkugeln. Ja, vielleicht soll ich auch einfach mal dem Weg folgen, den ich gehen soll. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück. Nervensäge, endlich durch mit dir. Eine Schraube, nicht eine Schrotschraube. Hey, wo geht's? Wir sind hier hinter der Bühne. Seidonblase. Fleet Hall. Sollen in die Fleet Hall. Aufgestanden. Wieder. Schon zum zweiten Mal diese Woche. Seitdem mein Gesicht. Steinman hat an mir gearbeitet, aber seit der Explosion war es nicht mehr so wie vorher. Wenn ein Mädchen so lange allein ist, hat es Zeit zum Nachdenken. Wer könnte mich so sehr hassen, dass er mich so zurichtet? Was habe ich ihnen angetan? Ich denke ständig an all die Verbrecher und Terroristen, die Ryan am Apollo Square eingekesselt hat. Und ich werde so zornig. Manchmal bekomme ich kaum Luft.
Wenn ich sie nur zur Rede stellen und ihnen sagen könnte, was sie mir angetan haben. Wie sie mein Leben und Rapture ruiniert haben. Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. Warum gehst du da nicht und sagst es? Aufhalten wird dich da ja wohl niemand. Wir sind jetzt einmal komplett außen rum. Der verrückte Kerl will uns also auf die Probe stellen. Wie will er das anstellen? Habe ich auch noch keine Little Stärke gefunden. Ein Problem weniger. Liegt hier irgendwas Nettes für uns? Nein. Ja, meinetwegen. Wir gekommen. Ich weiß, ich gehe schon wieder nicht den, der mir vorgegeben ist. Ich hätte gerne eine Eve-Spritze oder so, weil ich weitergehe. Gut. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Ja. Kannst halt mit Gefahr nicht umgehen, hm? Angst, dass sie dich ein bisschen zu sehr kritisieren könnte. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! Nicht? Okay, und da geht's auch nicht hoch, oder? Du bist tot, beweg dich nicht mehr. Wollte ich eigentlich noch nicht sein. Nein, nein, nein.
dir wohl nicht, dass ich nicht den Weg gehe, den du mir sagst. Gut, jetzt bin ich ja doch da. Nur eben mal eine Hand locker. Ich bin nur ein bisschen dick. Ich versuch's ja, bitte. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Mal das Eve. Wenn du krankes Arschloch, lass mich hier raus. Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Er sagt, dass ich dir das Bild dann gebe. Will ich das machen, was er mir sagt? Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose doch nicht ewig halten. Ja, Pech? Dein Bild halt nicht. Ich wüsste nicht, warum ich einem Psychopathen wie dir helfen sollte. Tut mir leid. Nicht zusammen. Kenner. Ich will den Schlüssel von dir haben. Alles. Zu mir so sagt, berühre es, dann mache ich das eigentlich eher nicht. Nein. Wir müssen wahrscheinlich 4 Bilder sammeln. Mit Stahlspitzen. Ich mag Armbrüste total gern. Soll ich jetzt als nächstes hin?
Silas Kopf. Woran bildest du Silas Kopf hin? Wegen seines Meisterwerkes. Kopf war früher oft in einem Laden namens Rapture Records im Blasen. Müssen Flegel wahrscheinlich eher hören als sehen. Schon. Hat mir da nicht der Weg-Routing gezogen. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen, kleine Motte. Wenn du mir sagst, wo das ist. Ah. Da ist es also. Okay, mit Winterblast werde ich da wohl nicht weit kommen. Dafür werde ich das Feuer nehmen müssen. Uni? Nein, nicht. Ich kann deinen Atem sehen. Ich kann deine Stimme hören. Offenbar nicht zieht. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt das Eisenbahn-Sonder-Baby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eis. Was? Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Ich kann eine Pose einnehmen. Hilf mir. Ich will raus. Was hast du? Ich bin so voll wie ein schwangeres Weib. Das ist eine Gegner mit dem Photon Field in der Kälte. Sie nehmen weniger Schaden durch Kälte und können Gegner gefrieren lassen, wenn sie sich mit dem Schraubenschuss. Zum Gefrieren nehme ich immer noch lieber mein Eve-Ding-Gerät. Bold. Ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Kann ich nicht vorher noch die anderen? Hm. Waren doch noch ganz so die. Nein.
Nee, für euch will ich die nicht nehmen. Meine Güte. Immer so ein Munitionsproblem. Weiß nicht, Schätzchen, was willst du denn von mir? Wie die Motten ins Licht rennen. Munition? Danke. Eine Little Sister. Und wer?